9 to 5 war gestern. Flexibles Arbeiten und Homeoffice sind die Zukunft. Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen immer mehr. Da grätscht natürlich die Digitalisierung ganz stark rein von der Seite, die dazu führt, dass diese Grenzen einfach fluider werden und aufweichen. Und ich denke, damit sollte man seinen Frieden schließen, dass man es nicht mehr trennen kann. Auch die Salzburg AG bietet ihren Mitarbeitern seit Ende 2019 die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Ich als Mitarbeiter kann selbst entscheiden, ob ich heute von zu Hause arbeiten möchte oder nicht. Dementsprechend werden wir unsere Mitarbeiter durch das aktiv an das Unternehmen binden. Und für uns als Unternehmen heißt das natürlich, dass die Fluktuation dadurch absolut geringer wird. Christian Kienzel aus der Digital Technology der Salzburg AG arbeitet seit Beginn diesen Jahres einen Tag die Woche im Homeoffice. Also so ein normaler Arbeitstag bei mir schaut so aus, dass ich um 6 Uhr aufstehe, dann bereite ich die Kinder für die Schule vor. Die Zeit, die ich normalerweise im Zug verbringen würde, nutze ich für Sport morgens und bin dann pünktlich um 8 in meinem Homeoffice. Der große Vorteil ist, ich erspare mir die Zeit, morgens in die Arbeit zu fahren und abends wieder nach Hause zu fahren. Und es ist schon so, dass auch mein Privatleben stark vereinfacht wird. Was mein Leben einfacher macht, das kann ich wieder positiv in die Arbeitswelt einfließen lassen. Ich bin dadurch produktiver. Statt Kontrolle setzt man hier auf Eigenverantwortung, denn die Leistung muss ohnehin erbracht und vorgewiesen werden. Christian schätzt vor allem das ungestörte Arbeiten im Homeoffice. Denn im Büro ist halt dann doch öfter so, dass die Kollegen vorbeikommen und auch wenn sie nur kurz eine Frage stellen, ist man aus dem Thema draußen und man beginnt oft von vorne. Sowas kann man im Homeoffice besser unterbringen als wie im Büro. Informationsflüsse gehen laut Kienzel nicht verloren. Dank Telefonkonferenzen steht er in ständigem Kontakt mit den Kollegen. Am nächsten Tag geht es für Christian Kienzel wieder an seinen richtigen Arbeitsplatz. Auch wenn er die Vorteile des Homeoffice zu schätzen weiß, freut er sich dann wieder auf den persönlichen Kontakt mit den Kollegen. Zweiter Tag wäre für mich jetzt durchaus denkbar. Kann ich mir gut vorstellen. Und mehr Tage würde ich jetzt nicht mehr nehmen. Weil man hat ja doch, man ist in vielen Besprechungen, wo man physisch anwesend sein sollte und es wäre dann eher schwer zu koordinieren. Agiles Arbeiten ist ein absoluter Kulturchange. Mitarbeiter und Führungskräfte müssen sich mehr denn je auf Eigenverantwortung, Freiheiten und Vertrauen einlassen.